Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Spark Challenge. Und ich bin heute voll im Aufnahmestress, deswegen müssen wir uns direkt mal beeilen und auch mal direkt mal auf die Welt gehen. Und wir waren hier, genau. Wir wollten da oben, glaube ich, hoch, ne? Also ich bin jetzt, habe jetzt noch einen Tag gewartet. Ja, ich bin ein bisschen im Aufnahmestress, weil ich muss noch so viel aufnehmen. Ich habe es einfach komplett verpennt und jetzt ist schon so spät und alles schon zu spät. Naja. Hier oben ging es nicht weiter. Wie erwartet. Na, super. Dann können wir wieder runter. Nehmen wir hier das Eisen noch mit, meinetwegen. Ja, wie gesagt, Stress. Ich möchte eigentlich die Folgen noch. Also, ich möchte eigentlich noch Folgen haben für die Woche und. Sieht aber momentan so aus, dass ich eher voll faile und einfach alles vergesse. Tut mir ja ein bisschen leid, aber ist wie es ist. Ne? Man ist auch nur ein Mensch und der Tag hat auch nur 24 Stunden. Leider. Aber das Problem haben wir jetzt irgendwie momentan alle YouTuber, dass man einfach nicht keine Zeit mehr hat. Man hat einfach keine Zeit mehr, weil es rennt und dann ist Weihnachten und man hat keine Zeit, man ist bei der Familie oder sonst wo. Ja. Und tja. Das ist Weihnachten, man hat einfach Stress. Naja. Jedenfalls, wir waren hier in der Höhle und wollten ein bisschen ausleuchten und ein bisschen Dungeons finden, habe ich gehört. Und wollen wir das doch immer machen. Mein Mikrofon hängt übrigens schief. Warte mal, so. Jetzt ist besser, glaube ich, oder? Ja. Warte mal, hier, das kann man weg. Hier ein bisschen Cobblestone in die Hand nehmen. So. Zack, zack. So. Alter. Ich fresse. Kam. In your face. Okay. Explodiert halt erstmal. Oh, da steht noch ein Creeper. Ja, aber mit dem Blocken, das funktioniert ganz gut. Ja, hier oben ist nichts, ne? Ne, hier oben ist nichts. Eventuell könnten wir uns hier mal durchgraben. Aber ich habe die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, dass wir hier unten überhaupt mal was finden würden. Ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass wir eventuell in der Wüste was finden. Weil in der Wüste haben wir ja theoretisch die Chance, einen Dungeon recht einfach zu finden, weil ja der Sand absackt da, wo der Dungeon ist. So in einem viereckigen Kreis, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. In einem viereckigen Viereck sackt dann der Sand ab. Und da hat man eine relativ hohe Chance, auch einen Dungeon zu finden, ne? Ja. Kommt aber jetzt gleich erst, weil ich muss jetzt hier erstmal raus. Warte mal. Wo geht's denn hier hin? Hier haben wir uns irgendwie durchgegraben. Okay. Nein, hier kamen wir nicht raus. Ich glaube, wir graben uns einfach wieder direkt nach oben, weil so wird das wahrscheinlich nichts hier. Graben wir uns einfach so nach oben. YOLO. Beziehungsweise ich könnte eigentlich auch noch straighter nach oben graben, indem ich einfach so hier mache. Und irgendwie kommen wir dann schon zu was. So, machen wir das doch mal. Ja, habe ich heute auch noch Stress, weil heute muss ich auch noch den ganzen Tag arbeiten, dann muss ich noch zum Friseur und was weiß ich und was man so machen muss als normaler Mensch. Und da hast du Stress, ey. Da hast du Stress. Wenn du so kurz vor Weihnachten stehst und also Geschenke und Gott sei Dank habe ich schon alles besorgt eigentlich. Die ganze Familie. Aber zum Beispiel jetzt Weihnachtsessen oder so ist ja auch noch nicht besorgt. Also das wird eng. Das wird sehr eng. So, muss man hier mal hoch stacken. Zack. Oh, da ist ja schon Erde. Dann kommen wir hier bestimmt gleich raus. Und jetzt ist bestimmt gleich Nacht und ein Creeper springt nicht weg. Das wäre nicht geil. Oh ne, ist doch nicht Nacht. Okay. So, wo kommen wir denn? Wo kommen wir denn raus? Hier. Da vorne müsste unsere... Ne, doch nicht. Wo ist unsere Höhle? Da hinten? Das Problem ist jetzt, es kommt mir so gar nicht bekannt vor. Warte mal, ist das hier? Nee. Alter, wo sind wir? Ach, hier unten. Okay. Alles cool. Wir setzen uns auf unser Pferd. Das Pferd. Hallo? Leine? Pferd. Nein! Hilfe. Ja, super.
das Pferd hier wieder nicht raus, weil es zu fett ist. Ah, hier ist die Leine, okay. Im Prinzip können wir ja nur durch die Wüste mal reiten und mal ein bisschen gucken. Nach seltsamen Formationen im Sand. Müssen wir mal ein bisschen schauen jetzt. Reiten einmal hier so rum, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist, ich weiß noch nicht, ob die das rausgepatcht haben oder weiß ich. Aber ich glaube ja eigentlich mal nicht. Schauen wir doch mal. Hat Spark ja selber sogar mal... hier ist ein Lauferbecken. Hat Spark ja sogar selber mal gezeigt in einem seiner Videos. Warte mal. Ne, ich glaube. Ne, hier ist weiter nichts. Schade. Sah so aus, aber nö. Aber nö. Es sollte nicht sein. Ah, es ist auch recht schwierig. Also ein Dungeon zu finden ist sowieso... das habe ich mir von vornherein schwierig vorgestellt. Hier ist was? Ne, ne. Ach, das sieht auch nur so aus, bestimmt. Ne. Hier kommt auch Sandstein dann. Also es ist schwierig, das wusste ich auch. Aber das... ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ach ja, mach mal schon irgendwie. Und dann alle anderen Challenges abgehakt und das ging alles so flüssig. Hm. Hm. Hier hinten geht die Wüste ja auch noch weiter. Aber eigentlich... eigentlich möchte ich erstmal hier weiter gucken. Hier, was ist das da? Das ist nichts, oder? Lass mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass das hier irgendwas ist. Nee, ja, nicht so. Treiben wir mal in die Richtung weiter. So. So. Schneller, mein Pferd. Oh. Ah, Hilfe. Pferd, nicht sterben. Hier ist so eine Wand aus Sandstein. Das ist auch sehr interessant. Wir haben ja zwei Probleme. Zum einen finden wir dann nie mehr zurück. Hätte ich vielleicht vorher mal dran denken sollen. Also hier so sind wir, glaube ich, hergekommen. Hoffe ich mal. Oh. Riesenloch. Okay. Tja, Dungeon, ne? Oh. Es laggt. Hilfe. Da hinten ist noch so ein Tempel. Weiß nicht, ob wir den schon gelootet haben. Ich glaube aber... haben wir den... hatten wir den nicht schon? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Dass wir den schon mal hätten... gehabt hätten, hätten tun. Nö, schaut doch nicht so aus. Aua. Und ein Creeper. Ja klar, zwei Creeper. Ja klar, klar, zwei Creeper, oder was? Alter, was ist hier los? Okay, hier ist noch eine Diamond Horse Armor. Haben wir schon zwei. Das ist ja super. Gold, Gold. Nein, nein, die sterben, die sterben, nein! Oh, ich Idiot, bin da drauf getreten, ne? Hey, schöne Höhle. Wo kommt die denn her? So, wir stecken uns hier mal hoch. Ich wollte mal sagen, Mission complete. So. Okay. Hier können wir uns rausbauen. Ja, lief doch super. Also kann man nichts sagen, ne? Ich denke mal, unser Pferd steht hier noch. Genau. Genau. Dann gehen wir mal zu unserem
treuen, edlen Ross und reiten mal weiter, weil das war jetzt peinlich. Ich gehe. Ich glaube nicht, dass wir einen Dungeon finden werden. Aber was machen wir denn, wenn wir eine Challenge nicht komplettieren können? Was machen wir denn da? Ich muss ja ganz ehrlich sein, Minecraft geht mir momentan sowieso ein bisschen auf den Sack. Um mal ganz ehrlich zu sein. Und wir haben ja schon ein Projekt abgebrochen. Ich weiß aber nicht, ob ich das hier bei Sparks Challenge auch machen soll. Weil eigentlich, naja, ich bin kritisch, sehr kritisch dagegenüber, was es heißt, Projekte abzubrechen. Sehr kritisch bin ich da. Aber ich sag mal so, wenn du dann sowas hier hast, wie zum Beispiel, dass du einfach mal gar nichts mehr findest und einfach auch keinen Bock mehr dann irgendwann hast. Und es geht mir momentan bei Minecraft einfach so, dass ich einfach keinen Bock... Alter. Dass ich einfach keinen... Alter, wie das Pferd ist ja fast tot. Was macht denn das Pferd? Hat doch noch Diamond Armor an. Naja, ist egal. Das wollte ich jetzt sagen. Also wenn es dir dann irgendwann so geht, dass du gar keinen Bock mehr auf Minecraft irgendwie oder sowas hast, dann, ja, weiß ich nicht. Sollte man es eventuell auch lassen. Und, bin bei dem Projekt hier am Überlegen, ob ich das weiterführe, weil, ja, war ganz nice am Anfang, aber, ja, war auch nicht, ist jetzt auch nicht mehr so revolutionär oder was weiß ich. Horst, du kommst mit. Ist einfach nicht mehr so neu. Leider. Aber gut. Wir werden sehen. Also ich denke mal, so ein paar Folgen werde ich noch machen. Und wenn ich dann in ein paar Folgen das Dungeon hier nicht finde, ich werde mich jetzt auf das Dungeon konzentrieren in der Wüste. Und ja. Dann schauen wir einfach mal. Ne, hier waren wir. Ach, hier, wir sind im Kreis gelaufen, ganz ehrlich. Das ist so doof. Jetzt werde ich angeschrieben. Von wem? In WhatsApp. Ich kann da mal nachgucken gerade. So live. Oh. Da bin ich schon. Okay. Die machen irgendwelche Scheiße. Tja. Hier hoch nochmal, hier runter nochmal. Also ich glaube, also wie gesagt, ein paar Folgen machen wir noch, auch mit Suchen verbringen und so weiter und so fort, aber also ich kann jetzt nicht versprechen, ob das hier ewig gehen wird. Auch mit der Sucherei und hast du nicht gesehen. Weil normalerweise findest du in der Wüste eigentlich sofort immer was. Oh, war das jetzt Sprinten? Alter, das Horse kann ja sprinten, was ist los? Das Pferd kann ja sprinten, sagt das doch einer. Kann das unendlich sprinten? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Lavabad. Hinten ist der Wüstentempel schon wieder. Da ist noch ein Lavabad. Tja. So sieht das aus hier, ne? Wir streifen durch die Wüste und das ewig. Horst, stell dich nicht so an. So. Ich glaube, das Pferd wurde von der Explosion getroffen. Das könnte natürlich erklären, warum es so wenig Herzen nur noch hat. Tut mir leid, Pferd. Ich konnte mich wieder mal nicht beherrschen. Oh. Jetzt fallen wir ja auch noch runter. Okay, hier ist noch ein Lavabad. Hier sind überall Lavabäder, aber keine Dungeons. Dunjo und Dungeons. So. Pferd. Du kommst mit mir. Was ist da hinten? Auch noch ein Lavabad. Wieso leuchtet denn das nicht? Kann mir das mal jemand erklären? Okay, ich hinterfrag's einfach gar nicht. Hier ist ein Zombie. Ach ja, es ist ja Nacht. Es ist ja Nacht und es leckt mit dem Pferd. Also die Pferdephysik ist 1A, muss man ja sagen. Das leckt wie Sau, zumindest bei Nacht. Naja, ne? Pferd. Run, Pferd, run. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich muss mal sagen, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen erreichen. Warte. Oh Gott. Aber so will ich in der nächsten Folge nicht anfangen.
Nee, 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 nee. Warte. Dich töten wir noch. Aber nicht mit dem Looting-Schwert, sondern mit dem Schattenschwert. So, die da hinten. Die sind noch nicht getriggert. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen und ciao.